meine lieben Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zur ersten Folge von Hyperflüssig. Hyperflüssig! Unnütze Fakten, toll präsentiert von mir, eurem Lieblings-YouTuber. Jetzt sind wir doch mal ehrlich, jeder von uns liebt Fakten. Auch wenn wir wahrscheinlich 90% davon wieder vergessen werden, ab und zu bleibt irgendwas im Schädel hängen und wenn man das dann wieder so in den Kopf kommt, dann kann man übelst klug scheißen, wenn man gerade mit seinen Freunden unterwegs ist. Nachdem ich dieses wunderschöne Buch über Gaming-Fakten mal zugeschickt bekommen habe und wir das uns im Stream schon mal angeschaut haben und damit sehr viel Spaß hatten, dachte ich mir, wäre es doch mal ganz geil, hieraus einfach eine kleine Videoreihe zu machen. Deswegen willkommen zu Hyperflüssig, eurem Format mit unnützen Gaming-Fakten. Let's go! Fakt Nummer 1. Für die Entwicklung vom Videospiel Batman Arkham Asylum gab es einen Entwickler, der ausschließlich das Cape von Batman entwickelt hat. Der hat nichts anderes gemacht. Der hat nur das gemacht. Ich meine, wie darf man sich das denn vorstellen? Bruder, ich könnte gerade übel Hilfe bei der Entwicklung gebrauchen. Kannst du mir vielleicht kurz helfen? Ah, gerade nicht. Ich muss das Cape machen. Bro, ohne Spaß, der Chef steht gerade nackt im Innenhof und springt in einen Planschbecken. Das musst du dir ansehen. Ah, gerade eher schwierig. Ich muss noch ein bisschen was fürs Cape machen. Digga, ohne Spaß, der Chef ist einfach tot. Wir haben alle frei. Urlaub, Bruder, komm mit. Ah, du weißt Bescheid. Cape und so. Digga, ohne Spaß, gib mir dein ganzes Geld. Sorry, Digga. Das ist diese Sache mit dem Cape und so. Ich... Cape. Fakt Nummer 2. In Call of Duty Modern Warfare 3 gibt es eine Multiplayer-Map Sanctuary. Und wenn man sich dort neben die Grabsteine legt, hört man mysteriöse Stimmen. Securing Bravo. Ich stelle mir dann immer die Frage so, wie wird sowas rausgefunden? Dann zockt dann so der 12-jährige Fritz, legt sich neben die Grabsteine, weil er gerade böse unter Beschuss steht und dann fängt er auf einmal an, Geisterstimmen zu hören und dreht total hohl. Finde ich aber auf jeden Fall ultra geil. Ich liebe es, wenn Entwickler einfach so übelst viele kleine Easter Eggs und Secrets einbauen. Gerade Battlefield hat er ja auch viel gemacht. Vielleicht kommen wir dazu noch in einer der nächsten Folgen. Aber allgemein, wenn Videospielentwickler irgendwelche geilen kleinen Gimmicks oder Easter Eggs in ihre Spiele einbauen, feiere ich des Todes. Fakt Nummer 3. Im Videospiel Silent Hills Shattered Memories gibt es ein Telefon. Und wenn man dieses Spiel sich zu Release geholt hat, konnte man bei diesem Telefon die Telefonnummer des damals gültigen Konami-Supports eingeben. Und dann hat ein Mitarbeiter von Konami sich bei dir gemeldet im Spiel und sagte: Hey, hier ist der Support von Konami und du bist gerade im Spiel Silent Hill, dementsprechend ist dir nicht mehr zu helfen. Und da hat er wieder aufgelegt. Mit Sicherheit auch ein arschgeiler Job. Herzlich willkommen bei Konami. Sie befinden sich im Spiel Silent Hill, Ihnen ist nicht mehr zu helfen. Herzlich willkommen bei Konami. Sie befinden sich im Spiel Silent Hill. Ihnen ist nicht mehr zu... Der nächste Fakt beschäftigt sich mit dem Spiel Okami. Denn bei der Wii-Version ist auf dem Cover ein kleines... ja, Missgeschick passiert. Denn der Artwork-Designer für die Wii-Version hat einfach das Cover aus dem Internet genommen. Das Problem dabei, hier war ein Wasserzeichen von der großen Gaming-Seite IGN drauf. Und diese Version hat es dann wirklich aufs Cover und auch aufs Spiel geschafft. Bedeutet, solltet ihr eine Version dieses Spiels für die Nintendo Wii besitzen, dann schaut mal an folgender Stelle, ob ihr hier das Wasserzeichen von IGN entdecken könnt. Wirklich Top-Job-Entwickler. Du weißt, wie man Artworks erstellt. Der nächste Fakt sollte vor allem die Schlingel unter euch freuen, denn im Spiel Mafia 2 gab es die Möglichkeit, Playboy-Magazine zu sammeln. Das war da einfach so ein Collectible. Und am Ende des Spiels gab es eine auswertbare Statistik, wie lange sich der einzelne Spieler die Playboy-Magazine angeschaut hat. Spannend wäre jetzt noch zu wissen, ob die Entwickler von Mafia 2 diese Daten auch gesammelt haben, um dann den größten Perversling der Mafia 2-Community herauszufinden und zu basten. Aber allein schon die Idee, dass sie das eingebaut haben, finde ich ultra witzig. Der nächste Fakt betrifft das ganz beliebte Spiel Resident Evil Revelations. Denn hier gab es bei der 3DS-Version auf der Rückseite
ein Druckfehler. Ich finde das immer super bitter, wenn man sich wie so ein Videospielentwickler so ultra viel Mühe macht, dass auch wirklich alles perfekt ist, das Spiel und die Webseite und die Spiele und so weiter, und dann druckst du einfach die 3DS-Version, hunderttausenden Stückzahlen, und überall ist einfach dieser eine Fehler drauf. Den meisten wird das nicht auffallen, aber ich glaube, als Videospielentwickler regst du dich einfach des Todes auf. Ein kleiner, aber feiner Fakt für alle Borderlands-Fans. In Borderlands 1 gibt es insgesamt über 17 Millionen verschiedene Waffen. Um genau zu sein, 17.750.000. Ich konnte das auch nicht glauben und habe mich dann direkt informiert. Es sind natürlich nicht 17 Millionen verschieden designte Waffen, aber das Spiel hat ein System, welches automatisch für jede gefundene Waffe verschiedene Stats generiert. Also so Werte wie Schaden, Feuerrate, Präzision etc. Und wenn man dann alle Waffen aus dem Spiel kombiniert mit den ganzen verschiedenen Stats, kommt man auf insgesamt über 17.750.000 verschiedene Waffen, die man im Spiel finden kann. Nicht schlecht! Nicht schlecht! Der nächste Fakt geht raus an alle meine japanischen Freunde. Denn die japanische Spielgemeinschaft hat sich beim Videospiel Catherine, das ist so ein Puzzle-Game für die Xbox 360 und für die PS3, so ein bisschen im Manga-Style. Bitte steinigt mich nicht, wenn das jetzt nicht Manga, sondern Anime oder sowas ist. Ich kenne mich da nicht aus. Zumindest haben sie sich beschwert, dass das Game viel zu schwer sein soll, um es abzuschließen. Daraufhin hat der Entwickler ganz, ganz schnell reagiert und einfach einen Super-Easy-Mode mit reingebracht. Der ist auch wirklich dem allerletzten Depp ermöglicht hat, dieses Spiel abzuschließen. Und der letzte Fakt geht raus an alle meine Süchtlinge da draußen. Denn im Spiel, das 2011 erschienen ist, Gears of War 3, gab es einen Award, der hieß 3.0 ernst gemein. Hierfür musste man Stufe 100 werden und alle im Spiel vorhandenen 64 Onyx-Medaillen sammeln. Das klingt erstmal recht entspannt, aber um das hinzubekommen, braucht man mindestens eine vierstellige Zahl an Stunden. Und da geht die Frage jetzt raus an euch: Habt ihr ein Videospiel, in dem ihr über 1000 Stunden investiert habt? Falls ja, dann schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Bei mir ist es, glaube ich, nur ein einziges Spiel, und das ist League of Legends, wobei ich das Game schon lange nicht mehr angefasst habe. Aber damals, so ich würde sagen 2014 bis 2017, habe ich extrem viel League of Legends gespielt und bin mit Sicherheit über die 1000 Spielstunden gekommen. Ich glaube, mein nächstes ist dann Call of Duty Modern Warfare 3 mit knapp 600 Spielstunden. Aber ich bin normalerweise nicht so ein Spieler, der super lange an dem Spiel hängt, sondern ich switch gern, weil ich gern einfach die Vielfalt an Videospielen mag. Ja, Friends, und das soll es tatsächlich gewesen sein mit der ersten Folge von Überflüssig. Schreibt mir doch gerne mal unten in die Kommentare, ob euch dieses Format gefällt und ob ihr hiervon vielleicht in Zukunft noch mehr sehen wollt. Ansonsten, welchen Fakt fandet ihr am coolsten? Lasst mich das gerne wissen, damit ich mal so ein Gespür dafür bekomme, was ihr ganz nice findet. Und Verbesserungsvorschläge zu diesem Format natürlich auch gerne unten in die Kommentare. Dadurch, dass das jetzt die erste Folge war, funktioniert mit Sicherheit noch nicht alles, aber trotzdem hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Lasst mir auch gerne einen Daumen nach oben da oder abonniert den Kanal, falls ihr keine Folge mehr von Überflüssig verpassen wollt. Und bis zum nächsten Mal, euer Hübi. Haut rein und zockt weiter.